Tod den Faulpelzen. Warum auch gekündigte Arbeitnehmer Arbeit suchen müssen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Lina Goldbach, Fachanwältin für Arbeitsrecht in München. Du vertrittst Betriebsräte, du vertrittst Arbeitnehmer und manche davon sind gekündigt worden. Alles über Kündigung lernen unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Arbeitsrecht Teil 3. Und Lina, du sagst jetzt, ich darf auch als Kläger, der gegen eine Kündigung angeht, kein Faulpelz sein. Ich muss während des noch laufenden Kündigungsschutzprozesses mir Arbeit suchen. Und zwar auch dann, sagst du, wenn die Kündigung wirklich, wirklich rechtswidrig gewesen ist. Wie meinst du das? Niklas, schön mit dir wieder einen Ratgeber machen zu dürfen. Und ich glaube, ich habe ganz interessante Fälle dabei. Einer sogar aus deiner Heimatstadt Berlin, ja, wo du als Anwalt und Mediator ja auch tätig bist. Und genau, ich war auf einer Fortbildung und so kam das Ganze auch, weil da wurde die These quasi vertreten, jetzt ist alles anders. Jetzt ist es super einfach, den sogenannten Annahmeverzugslohn, der ja immer so ein Risiko bei Kündigungsschutzprozessen für den Arbeitgeber war, loszubekommen auf Arbeitgeberseite. Weil das wären schlechte Nachrichten für uns, die Arbeitnehmeranwälte. Genau, ja? Weil es gibt dann neue Urteile. Und diese These habe ich dir erzählt aus, aus dieser Fortbildung. Naja, und du hast gesagt, das schauen wir uns mal an. Und dann haben wir es sofort dagegen gehalten. Ne? Genau, sofort. Also ich konnte gar nicht aussprechen, da ist er mir schon ins Wort gefallen. Und genau, jetzt haben wir uns das Ganze mal angeschaut. Und ich finde es sehr spannend, was so rausgekommen ist. Ich glaube, wir gehen mal dezidiert durch. So ein Kündigungsschutzprozess ist natürlich schon was sehr Spannendes und Interessantes. Normalerweise aber auch so etwas, was wir aus dem Ärmel schütteln als Alles Anwälte. Alles beginnt mit der Kündigungsschutzklage. Genau. Ne? Die wird erhoben innerhalb von 3 Wochen seit Zugang der Kündigungserklärung. Sonst wäre es zu spät. Genau. Ja? Und jetzt sagst du, gilt schon die Pflicht für den Arbeitnehmer, sich umzusehen, ob er nicht irgendwo arbeiten kann. Genau. Übrigens, das ist nichts Neues. Ja, aber ich muss tatsächlich mich um Arbeit bemühen. Ich habe zwar automatisch mit der Kündigungsschutzklage quasi die Erklärung abgegeben, lieber Arbeitgeber, ich würde gern weiterhin bei dir arbeiten. Das muss ich nicht nochmal aktiv sagen. So, genau, genau. Und das Gesetz sieht dann auch schon diesen Annahmeverzugslohnanspruch. Ja? Ja. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich darf mich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, ach super, jetzt habe ich ein Sabbatical für die Dauer der Kündigungsschutzklage. Ja. Und Lina, was ist, wenn der Arbeitgeber, und das ist ja ganz regelmäßig der Fall, weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt in der Praxis, dir irgendeine Art Jobangebot macht oder dich auch nur fragt, ob du dich beworben hättest, gilt dann die Regel, sag jetzt bloß nichts oder gilt die Regel, sag nicht nichts oder wie soll sich der Kläger dazu verhalten? Zweiteres, du musst tatsächlich reagieren. Das ist Und wenn nicht? Ja, da komme ich jetzt dazu. Das ist relativ komplex. Wir fangen vielleicht nochmal von vorne an. Eigentlich trägt der Arbeitgeber die sogenannte Darlegungs- und Beweislast. Der Annahmeverzugslohn ist ein automatischer Rechtsanspruch. Da brauche ich auch jetzt nichts großartig was machen, haben wir schon gesagt. Der Arbeitgeber muss darlegen und beweisen, dass ich es böswillig unterlassen habe, mir keinen Job zu suchen, nicht irgendeine alternative Beschäftigung zu suchen. Soweit alles gut. Ja. So wie immer, wunderbar. Und jetzt ist aber das Spannende, wenn der Arbeitgeber sagt, sag mal, hast du schon gesucht? Fangen wir mal so an. Oder was hast du denn gemacht bis jetzt? Und ich schweige dazu. Dann trifft mich nach der Rechtsprechung, und das ist wohl einhellig jetzt so, die sekundäre Darlegungslast. Das ist jetzt ein sehr kompliziertes Wort, soll aber heißen, wenn ich nicht reagiere, wenn ich nicht tätig wäre, dann muss der Arbeitgeber nichts mehr machen, sondern ich muss jetzt erstmal darlegen und beweisen, was ich gemacht habe. Nina, damit ich das richtig verstehe, das hat jetzt nichts mit der Kündigung oder so zu tun. Ne? Ja, die kann wirksam oder unwirksam sein. Man kann jetzt irgendwelche Erklärungen auch aus mir nicht herausprügeln. Nein. Aber wenn ich nichts sage, kriege ich eben auch diesen Annahmeverzugslohn nicht. Und dann reduziert sich das Risiko auf Arbeitgeberseite. Ja. Ja. Gleich null. Und bitte, und hier könnt ihr es nachlesen, ja, wenn ihr das noch nicht wusstet. Lina, wie ist das, wenn es so Vermittlungsvorschläge gegeben hat? Weiß doch jeder so von der Bundesagentur für Arbeit. Das sind ja sozusagen auch Jobangebote, aber von einer Behörde.
Und ich habe jetzt als Kläger, weil ich ja gefeuert wurde, ne, und nichts falsch gemacht habe, ich habe darauf jetzt nicht reagiert. Mhm. Gute oder schlechte Idee? Schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Das ist eine relativ starke Indizwirkung dafür, dass ich es böswillig unterlassen habe. Hast du dafür auch ein Urteil? Auch dafür habe ich ein Urteil. Liebe Kollegen, das könnt ihr hier nachlesen. Ja, auch ganz wichtig. Also auf einen Vermittlungsvorschlag hin muss ich mich regen, sonst verliere ich alles. Wie ist das, wenn der Arbeitgeber mir also ein konkretes Jobangebot unterbreitet? Muss ich das jetzt annehmen? Kann ich das ablehnen? Genau, da muss man natürlich differenzieren. Hm. Was ist es für ein Jobangebot? Ja, so. Also sagen wir es mal ganz platt und einfach. Ich bin in der höchsten Entgeltstufe eingruppiert. Ja. Das war mein bisheriger Arbeitsplatz. Der ist gekündigt worden. Und jetzt bietet er mir einen Arbeitsplatz in der schlechtesten Entgeltstufe an. Das ist wahrscheinlich kein adäquater Arbeitsplatz mehr. Da, ich sollte auch drauf reagieren. Ich sollte immer reagieren, bitte. Ja. Sekundäre Darlegungslast. Aber das muss ich nicht begründen, warum ich es ablehne. Okay. Dagegen. Also wenn ich Astronaut bin, muss ich keine Pförtnerstelle annehmen. Ja, das wäre nicht böswillig. Könnte man denn sagen, Lena, so Ende gut, alles gut. Niklas, du hast dich jetzt 3 Monate irgendwie nicht wirklich geregt. Am Ende aber hast du dich, ich weiß nicht, selbstständig gemacht oder so. Spricht das dann auch gegen Böswilligkeit? Auch da haben wir ein ganz interessantes Urteil. Das könnt ihr hier nachlesen. Vielleicht wird man jetzt sagen können, nach 3 Monaten ist alles gut. So zumindest die Entscheidung. Aber man muss schon aufpassen, es ist eine Einzelfallentscheidung und man muss immer differenzieren, was ist in der Konstellation vorgefallen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, es kommt nicht so sehr darauf an, was habe ich im Anschluss gemacht. Ja. Habe ich mich selbstständig gemacht, habe ich eine ehrenamtliche Tätigkeit angenommen oder zwischenzeitlich gemacht. Da wird schon differenziert, auch in der Rechtsprechung, und das wird im Einzelfall genau angeschaut. Aber wenn ich 3 Monate gar nichts gemacht habe, könnte es im 4. Monat tatsächlich kritisch werden. Lina, das hat so viel Spaß gemacht, auch die Vorbereitung. Ich habe mich wieder gefühlt wie als junger Student. Ja? Bitte alles nachlesen. Bitte kommt zu Betriebsverfassungsrecht Teil 1. Auch da lernen wir etwas zu den Grundlagen der Betriebsratsarbeit. Ihr seht, tot den Faulpelzen. Ja, die Regel gilt zwar, aber dass man faul war, das kann man möglicherweise auch angemessen verschleiern.